Hm. Ich habe den Pfeil mit meinem Pfeil abgewehrt. Auch nicht schlecht. Hier links geht's nicht rein. Wie es aussieht. Moment mal. Kann man die Wildschweine selbst reiten? Ja. Anscheinend. Cool. Oh, ach, Sport hätte ich nicht drücken sollen. Ach, scheiße. Ah, nein. Au. Die sind etwas schwerer zu kontrollieren, auf jeden Fall. Aber damit könnte ich da hinten durchkommen. Aufsteigen? Okay. So. Da hinten. Los! Mach's kaputt. Danke. Na, ich glaube, ich muss immer irgendwo gegenrennen. Hm, Truhe. 20 Rubine. Nicht schlecht. Herzzeit wäre mir lieber gewesen. So. Aber eigentlich ein ganz nettes Reittier. Los! Und dadurch. Ah, nein! Hm, naja, so halb. Na komm. Komm. Aufstehen. Okay. Und der Rest. So, und rein da. Bong. Hier müsste unser Wolf sein. Ja. Ein paar Meter nach vorne noch. Dann hätten wir okkulte Kunst Nummer 4 gelernt. Und die 5. haben wir theoretisch schon aktiviert. Oh. Ruhe. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Toll, Pfeile. Au. Das heißt, jetzt müssten ein paar Schusseinlagen kommen. So. Hi. Ah, hier wäre ich gar nicht vorbeigekommen, ehrlich gesagt. Dann schauen wir mal, was er uns beibringen kann. Irgendwas Nützliches, hoffe ich. Und wieder begegnen wir uns. Die nächste okkulte Kunst, die ich dich lehre, ist die beste von allen. Hört sich gut an. Allerdings wird sie dich enorme Kraft kosten. Willst du diese Technik trotzdem erlernen? Ja. So soll es sein. Aber zuvor zeige mir, ob du den Rundumhieb beherrschst, den ich dich das letzte Mal gelehrt habe. Also gut, los, greif mich an. Oh. Ist ja so schwer. So. Sehr gut. Du hast hier tatsächlich meine okkulte Kunst zu eigen gemacht. Also dann, die 4. okkulte Kunst, der Helmspalter. Hört sich ja nicht schlecht an. Wenn der Helm kaputt ist, dann ist das andere auch. Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit dem Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Solche Gegner stößt du zunächst mit einer Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. So schwingst du von oben kommend dein Schwert über den Kopf deines Gegners und triffst ihn von hinten, während du auf ihn herabsaust. Ah ja. Das ist der Helmspalter. Versuch's mal. Los. So. Schildattacke A. Was machst du denn? Was? Ach so, wenn ich... So? Auf der Rückseite schlagen. Okay. Nicht schlecht. Hm, das war gut. Vergiss nicht, direkt nach der Schildattacke mit A anzugreifen. Okay, das ist ja eigentlich nur eine Kombination. So, dann haben wir nochmal 4 von 9. Nee, von 7, okay. Gibt ja gar nicht so viel. Ich frage mich echt, wie ich beim Zora-Flusslauf dahin kommen soll. Hm. Naja, wird sich schon ergeben. Irgendwie. Da hinten ist ein Geist. Den nehmen wir doch gleich noch mit. Hi. Hm. Noch andere Gegner. Au. So. Toll.
eingetroffen. Die sind echt nervig. So. Fangstoß. Und wieder eine Geisterseele. Es dürfen jetzt 4 sein. 20 brauche ich. Ah, Gegner. So, wir müssen jetzt hier weiter, ja genau. Okay. Sieht aus wie eine Festung. Oh, das wird hier wahrscheinlich nicht so einfach reingehen. Aber ich gehe mal doch als Mensch. Ist einfach angenehmer. Hi. Okay. Ah, wir können hier mal... Helmspalter. Das hat ihn gleich kalt gestellt. Hey, effektiv. Au. Na, nicht stören. So. Naja. Gehen wir mal hier nach oben. Gegner. Oh, hier ist extrem Lager von diesen Viechern. Au. So. 4 Stück. Nicht schlecht. Also der Rundumhieb macht sich echt bezahlt. So. Naja, die sind aber auch echt ziemlich fragil. Da ja immer mehr zu kommen scheinen, hau ich gleich mal ab. So. Naja, schade. Ganz knapp. Hui, ist echt viele. Schlüssel? Okay. Sieht aus, als bräuchte ich einen Schlüssel. Könnte wetten, das hat einer der Bogenschützen da oben. Das Ding. Oder vielleicht einer hier unten? Naja, einfach mal alle Gegner platt machen. Tja, dann randalieren wir hier halt ein bisschen. Toll. Ach, kann ich nicht mal treffen mit dem blöden Bogen? Kann nicht sein. Au. Oh. Was? Oh, ich dachte, der hat Schlüssel.